Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ja, ich habe ja schon einmal erwähnt, gell? Also niemand wird ja irgendwie zu einem Junkie geboren oder wird irgendwie kriminell geboren. Das liegt dann so am Lebenslauf irgendwann einmal. Ja? Und ein Junkie muss ja irgendwie an sein Heroin kommen. Ganz schlimm ist, wie in meinem Fall, ich war ja Polytox, ich habe ja Koks, Heroin, Cannabis, Alkohol, Speed, Rohypnol, Flunitrazepam, Diazepam, also Valium, Codein, Methadon, was ich halt gerückt habe, habe ich mal reinpfiffen. Ich bin damals mit meinem Leben kaum klarkommen und irgendwie da so reingeschlittert, reingerutscht und habe halt dann auch keine Grenzen mehr gekannt. Und das kam daher, weil ich halt irgendwann einmal gesagt habe, ich will alles ausprobieren. Ich will alles durchhaben. Mein Glück gab es damals noch kein Crystal. Es kam gerade auf, aber ich kannte niemanden. Und das war auch schon zum Ende hin, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, diesen ganzen Mist, der da vielleicht noch kommen könnte, auszuprobieren, wenn es nicht vorher schon ganz sicher ist, dass es körperlich nicht abhängig macht und keine Schäden verursacht, die nicht wieder behebbar sind. Also ich stelle mir das echt schon ätzend vor. Dann nimmst du eine Pille, sagen wir mal, du denkst, du kaufst dir Ecstasy, schmeißt die ein, gehst zum Rave, hey, das war's dann. Wenn du dann wieder lebend rauskommst, dann vielleicht als behindert, geistig behinderter Mensch, der nie wieder normal sein wird. Beim Crystal geht es wohl ganz langsam, dass es die Hirnzellen langsam auffrisst. Schneller aber was bei Alkohol. Also sonst hat man lauter verrückte Menschen drin im Staat. Alkohol kann ja auch eine Psychose auslösen. Aber eigentlich ging es mal darum, wenn man so abhängig ist und Junkie ist, und wie finanziert man den ganzen Scheiß? Ja. Ich habe ja gedealt, habe ja immer schon erzählt, aber ab und zu, wenn mit dem Dealen das nicht funktioniert hat, wenn ich nicht dealen konnte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann einem was anderes einfallen lassen müssen. Ich habe ja in Seefeld-Hechendorf gewohnt, außerhalb von München. Ja, mit der S-Bahn kannst du da hin und her fahren. Und fast in jedem Dorf oder jeder Haltestelle, da gibt es mindestens ein oder zwei Supermärkte. Jetzt ist es so, dass es halt Tage gibt, da fahren in diesen Supermärkten Autos vor und bringen eine Lieferung Zigaretten, Tabakwaren. Jetzt, wenn es mittags ist und die sind so richtig schön im Stress, ein Teil der Leute ist irgendwie in der Mittagspause und der andere Teil, der muss arbeiten, weil halt welche einkaufen, dann stehen die Sachen oft im Büro oben drin und da ist keine Sau. Also reinschleichen, erstmal alles abchecken, ja, und dann ganz frech da reingehen. Sollte jemand drin sitzen, Entschuldigung, ich muss bloß einmal auf Toilette, wo ist denn hier Toilette, und ein bisschen auf blöd machen, dann schmeißen sie dann bloß raus. Aber wenn du es geschickt bist und leise genug bist und dich da reinschleichst, dann kannst du ein paar Stangen schnappen, ja, und wieder raus. Ja, das hatten damals eine Stange Zigaretten gekostet, ich glaube 25 Mark, also zwei Stangen so Fuffi-Pick. Tja. Wenn du es am Nachmittag lang gemacht hast, dann geht was. Du hast einige Stangen Zigaretten. Und jetzt ist es so, dass oft diese Supermärkte auf dem Land draußen auch keine Diebstahlsbügel an der Tür gehabt haben. Zu meiner Zeit zumindest nicht. Schnapsflaschen, Cognacflaschen, Whiskyflaschen haben wir da rausgeholt. Ne? Und dann in München an ein paar so bestimmte Kneipen konnte man die Dinger dann locker verkaufen, ohne Probleme. Meine Zigaretten habe ich, Marlboro habe ich meinem Vater verkauft und Camel auch. Ja, so ein paar Stangen, was er sich halt leisten hat können, und den Rest halt beim Kiosk verkauft. Ja. Das war schon, mein Gott, was sollst du machen hier? Was blieb man denn übrig? Entweder ich überfall jemanden, das heißt, es ist auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung für die Person, für mich wahrscheinlich auch. Wenn ich Pech habe, muss ich die Person verletzen. Und was habe ich dann, wenn ich weiß ja gar nicht, wie viel Geld ich da rausziehen kann. Ich kannte ja mal jemanden, von dem habe ich auch mal erzählt, beim Herold.
der da seine Freundin da verschachert hat für Drogen. Der hat an der Gieseler Straße tatsächlich für wegen 5 Mark jemanden ein Messer im Bauch gerammt. Alter, auf sowas habe ich natürlich überhaupt nie Bock gehabt. Erstens, weil ich ein schwächlicher Mensch, mag mich nicht schlagen. Und wenn ich mich schlagen muss, dann muss ich unfair sein. Oder ich muss zu einem harten Ende führen, damit es Ruhe ist, damit ich auch da wieder wegkomme. Also deswegen mag ich das gar nicht mehr, versuche halt da das rauszuhalten. Und bei Eigentumsdelikten ist halt auch so, dass sich einzelne Menschen nicht alleine mühen schaden. Die Menschen haben nichts getan, die meisten. Und deswegen möchte ich denen auch keinen Schaden zuführen. Also Einbruch ist für mich kein Thema gewesen. Ich habe nur einmal bei jemanden eingebrochen und der hat mich vorher abgelenkt. Ja? Jo, wenn es euch jetzt gefällt, was ich erzähle, Daumen rauf, wenn nicht Daumen runter, dann aber in die Kommentare nichts reinschreiben, auf gar keinen Fall, weil das ist ja schön geil, wenn das so ein Lehrer ist. Peace out.